In einem orthonormierten Bezugssystem der Ebene ist das Dreieck ABC angegeben durch A mit Koordinate minus 2, minus 2, B mit Koordinate minus 1, 2 und C mit Koordinate 3, 1. Klein a beweise, dass das Dreieck ABC ein rechtwinkliges Dreieck ist. Klein b erstelle die kartesische Gleichung des Umkreises des Dreiecks ABC. Und klein c stelle das Dreieck und den Umkreis grafisch dar. Stellen wir zuerst das Dreieck ABC grafisch dar, und das ist sehr schnell gemacht anhand dieser drei Koordinaten. Jetzt werden wir beweisen, dass der Winkel ABC ein rechter Winkel ist und das, indem wir das Skalarprodukt der beiden Vektoren BA und BC berechnen. Aber dazu brauchen wir die Koordinaten dieser beiden Vektoren BA und BC. Die Koordinate von BA können wir berechnen durch Koordinate von A minus Koordinate von B, also minus 2 minus minus 1, das macht minus 1, und minus 2 minus 2, das macht minus 4. Diese Koordinate können wir aber auch in der Zeichnung schnell erkennen. Der Vektor BA hat als Koordinate minus 1, minus 4. Stimmt. Dasselbe können wir für BC machen. Entweder wir rechnen Koordinate von C minus Koordinate von B, oder wir schauen in der Zeichnung, der Vektor BC hat als Koordinate 4 minus 1. Stimmt. Das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren wird jetzt berechnet durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate. Und diese Summe ergibt 0. Da BA Skalar BC 0 ergibt, haben wir hier effektiv einen rechten Winkel. Der Umkreis von diesem Dreieck ABC, das ist der Kreis, der diese drei Punkte enthält, aber da hier ein rechter Winkel ist, muss AC Durchmesser von diesem Kreis sein. Um die kartesische Gleichung des Kreises zu schreiben, brauchen wir das Zentrum sowie den Radius dieses Kreises. Das Zentrum vom Kreis ist automatisch der Mittelpunkt von diesem Durchmesser AC. Nennen wir dieses Zentrum M, und die Koordinate von M erhalten wir, indem wir die Koordinaten von A und C addieren und diese Summe durch 2 teilen. Die Koordinate von M ist also minus 2 plus 3 geteilt durch 2 und minus 2 plus 1 geteilt durch 2. Somit hat das Zentrum des Kreises als Koordinate 1 halbes minus 1 halbes. Nennen wir den Radius des Kreises R. Dieser Radius ist automatisch die Hälfte von diesem Durchmesser AC. So. Und der Durchmesser AC wird berechnet als Abstand zwischen den zwei Punkten A und C, also durch Quadratwurzel von Abszisse minus Abszisse im Quadrat plus Ordinate minus Ordinate im Quadrat. Und somit finden wir als Radius des Kreises Quadratwurzel von 34 geteilt durch 2. Die kartesische Gleichung des Kreises schreibt sich also als x minus die Abszisse vom Zentrum im Quadrat plus y minus die Ordinate vom Zentrum im Quadrat gleich Radius im Quadrat.